Ja, Nico, ich flitze da mal los, ne? Ja, flitze er mal. Du müsst ja dann eh da hoch, wenn ihr da irgendwie in die Richtung wollt. Genau. Du kannst dann ja auch zu mir kommen. Das ist von mir nämlich relativ kurz nach Tara rüber. Ich wollte gerade sagen, ich komme dann nach Jalovisco. Ich flitze jetzt von Nico los, dann erstmal Richtung Heimat. Hier vorne bei den Tannen kannst du mal schleichen, damit die Zombies uns nicht hören. Kommst du rüber über den Zaun? Okay. Der Pavillon hier ist neu. Kommen Sie rein. Oh, jetzt kannst du gehen, normal. Ist ein Zombie drin? Eigentlich nicht. Der ist draußen. Okay. So, wir machen mal ein bisschen. Gute Idee, dann mach ich mal das Nachtsicht aus. Ja, du kannst ja schon mal ein Feuerchen anschmeißen, wenn du Bock hast. Ich schmeiß mal ganz schnell mein Zeug in eine Kiste drin. Sortier ich später weg. Wo ist der Ofen? Da. Feuerholz liegt irgendwo drumherum. Ah ja, schon gesehen. Hä, was brutzelt denn jetzt hier? Da ist die Dose. Da ist mal Papier drauf, weißt du? Warum? Ja, weil du dann immer Papierlager hast, gleich am Feuer und das nur runterziehen brauchst, dann hast du mal gleich Anzünder drin. So. Das ist der Grund. Einen anderen gibt's nicht. So, ich zieh mich mal um. Ach, hier nimm mal gleich das Lager und das Rohr. Ja genau, schmeiß mal alles raus, was du noch rausschmeißen willst. Lager. Das eine orange Filament, willst du das nehmen oder soll ich das erstmal weitertragen? Kannst du erstmal weitertragen. Cool, den anderen Kram okay. Gleich auch. Gib dir gleich noch die NAC-Karte. Ich kann ja hier auch ein bisschen räuchern, siehst du? Ich habe ja noch Steaks hier. Das kannst du fix machen. Ich gebe auch Gas. Ach, alles gut, ist ja eh stockduster. Ruhe da draußen. Hier, pack mal das da schon mal ein, richtig? Was? Das liegt neben dir. Rohrzange. Jupp. Gut, wollen wir? Jetzt im Dunkeln los? Ich dachte, ja, also erstmal auf den Turm hoch, dachte ich, willst du. Ja, ich dachte, wollte gerade sagen, ich wollte mir doch den Bot einmal cashen. Warte, ich trinke mal einen Kaffee hier. So dunkel ist das doch gar nicht. Nee, kannst du auch raus in die Richtung. Kannst hier oben auch noch einen Kaffee ziehen. Kaffeeautomaten stehen hier überall. So, guck mal, hier ist offen. Na, kannst du ja schon mal rein. Wenn du ein Gästezimmer möchtest, sagst Bescheid. Nico hat eins und... Irgendwer hat noch eins hier unten. Da ist ein Spind und immer ein 150er Kiste. Falls ihr mal schnell was zwischenlagern bist und voll bist. Ganz hoch? Ja. Im 20. Stock? Nee, nur den 13. Aha. Oh, nee. Das geht ja nicht, ne? Da muss noch einer rauf. So, hier ist auch offen. Kannst du mal weitergehen? Passiert da was schon? Nein. Nee, ne? Das ist nur ein Ausguck, wo du hier in Sicherheit bist. Spannend wird's, wenn du jetzt weiter hochgehst. Aber da passiert auch nichts. So, guck mal, jetzt bist du hier auf dem Turm. Kannst du noch Kaffee ziehen? Hier kannst du dich um den Tisch rundherum schön hinsetzen. Und wenn du jetzt mal vorsichtig in die Richtung hier guckst, dann steht der Kamerad da unten bei der Einfahrt. Wo? Na, da ist die Straße.
Und hinter der Ach, da. Schlange, ja, genau. Na dann Nee. los. Ist er das? Ja, Doch, das ist er. der steht da an der Straße, genau, an der Kreuzung. Wenn ich jetzt Waffe ziehe, merkt er das schon? Kommt darauf an, was für ein Bot das ist. Wenn es ein guter ist, ja. Wenn es ein Scheißbot ist, nicht. Dann kannst du ihn ganz in Ruhe anziehen. Kannst du rangehen vorne. Guck mal, war ein Kackbot. Wozu? Das war's schon, reicht. Gib den Moment. Kommt gleich Killfeed. Zack. 150 Meter. So, und jetzt hast du 20 Minuten Zeit, alles absolut in der Hand. Ah, ja. Es wird So hell. einfach Lass das. uns los. Au ja. Ja, und fühle ich frei, ne? Hier hast du Kaffeeautomaten, hier kannst du Nee, ich bin gut Kühlschrank. befriedigt gerade. Hier hinten ist Ofen, kannst Feuer machen, kannst reparieren. Kneim. Nee, habe ich ja unten schon eins gemacht. Ich knall mir jetzt noch hier einen Schweinesteak rein. Hier willst du auch noch eins. Warte. Liegt da irgendwo. Ich glaube, die müssten schon kühl genug sein. Das passt. Nee, sech doch, 60 passt. Doch, doch, das passt. Das war schon blau hier. Aber eine Aussicht hast du geile, wenn das Wetter gut ist. Na denn? Ist ja auch einen leichten Drehwurm hier, ey. Das bleibt nicht aus. Stell dir vor, als das Ding noch keine Wände hatte, links und rechts. Oh Gott. Das war schon nicht ungefährlich. Oh Scheiße, ich krieg Hunger. Ja, ähnlich bei mir. Aber da müssen wir jetzt beide durch, wenn wir das wollen. Ah, angekommen. Na denn. Wir checken hier nochmal die Anomalie. Aber die habe ich schon von oben gesehen, da ist nichts. Nicht darüber springen, nicht darüber springen. Nur hier an der Kante. Na egal, komm, wir laufen. Der Zombie ist eh lahm. Ja, ich will jetzt hier auch nicht die ganze 338 für die Zombies verballern. Ja, richtig, richtig. Wir ziehen durch. Jawohl. Hab ich jetzt auch alles. Weiß ich nicht. Zwei NAC-Karten, Filament, scheiße, Blaupause vergessen. Aber ich warte warte mal. hier. Dann nimm du mal gleich. NAC? Nicht vor dir. Du kriegst Besuch, ich kümmere mich, spar dir die Moon. Einmal oranges Filament, einmal rotes, einmal blaues, NAC, Blaupause, und ABC-Sachen, Rohrzange. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Och, blöde Oma. Essen trinken will er schon wieder. Spacken. Lässt du einmal die Tür auf, kommt das Gesocks gleich rein. Na klar. Gleich eine Einladung für die. Ja, wer hat nicht im Kopf hat, hat er die Beine, ne? Ich bin wieder da. Kann weitergehen. Jetzt habe ich ja wirklich alles. Blaupause, Nacktkarte, Blau und Rot. Und du hast Orange. Okay. Wollen wir an Bord? Ab an Bord. Zweimal schwimmen noch. So. Guck mal, du siehst doch da oben das Gas strömen, ne? Ja.
erst ab da ist ABC. Also komm ruhig mit. Aber du musst immer gleich die Ohrstöpsel reinmachen, weil das ist echt zu laut. Schwamm. So. Jetzt schon umziehen? Ja. Definitiv. Die Sachen bleiben hier drauf liegen erstmal, ne? Ja, ich hab die auch mal hier unten dann liegen lassen. Aber ich trockne mich schon mal schnell. Hier, pass mal auf, wenn du noch Platz hast im Arbeit, nee, du hast Klamotten, da reicht ja kaum der Platz für die Sachen. Bei den Drucker müssen wir ja zweimal anschmeißen. Wir sind jetzt ein bisschen hier. Und nimm mal die Rohrzange mit und dreh mal das Gas ab. Wo ist die denn? Da. Kann ich die gleich in der Hand nehmen? Ja, ne? Achso, Filter soll ich vielleicht drauf machen, ne? Ja, das wäre gut. Dann gehst du nach links, direkt an das rote Ding ran, wo das Gas rausströmt und ja, schraubst das mal zu. So machen wir das. Letztes Mal hat man keine Rohrzange mit. Also es ist auch das erste Mal, dass ich damit probiere. Schraubenschlüssel habe ich jetzt nicht mit. Und geht? Ja. Geil. Aber mehrmals machen. Und natürlich die Rohrzange hält so lange. Nuddelt die ab, oder? Hm. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Hört schon immer weniger zwischen. Zur Not hast du ja ABC, das ist ja in Ordnung. Kannst ja einen runterbringen und den nächsten dann fertig machen. Ich habe vergessen, dass ich an dem anderen Rucksack den Pouch hatte, den ABC-Pouch. 15 Minuten. Hau den Drucker noch einmal an wenigstens, sonst lass das Ventil offen. Hast du schon Unterschied? Nee, nur ein bisschen weniger ausströmen, ja. Sonst lass du. Lauf mal durch. Nee, lass sonst, Alter. Halt dich da nicht auf. Druck wenigstens einen Anzug. Der dauert auch 2-3 Minuten, bis der fertig ist. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Ja, geradeaus durch. In die Bohrinsel rein, dann rechts abbiegen und gleich die erste Tür auf der linken Seite, da ist der Drucker. Dann kannst du den schon mal anhauen oder kannst du lupen gehen. Rechts und dann erste Tür links. Genau, rein in das Gebäude hinten am Ende und dann rechts und erste Tür links, da ist der Drucker. Hast du ihn? Ja, EMAG Flusskontrollmodul.
das? Ja, das ist doch der Ding. Das Ding hier. Hab schon zwei Schnittwunden. Komm, lauf, lauf, lauf. Ich stehe hier und warte mit Verband in der Hand. Was soll ich jetzt noch mitnehmen? Einen Rucksack oder... Lauf runter, lass den Scheiß liegen, nimm den Anzug und komm. Wo muss ich lang, wo muss ich lang, wo muss ich lang? Zum Gas, zum Gas. Komm runter. Die Treppe runter, ne? Ja, rutsch, rutsch, rutsch. Bleib stehen. Was soll ich mal reinpfeifen? Multis gleich. So, bist verbunden. Also bei mir Multis geholfen. Achso. Ja, Helm ab. Oder Gasmaske ab. Junge, Junge, du bist fast ganz runter. Ich hab dir jetzt noch einen reingedrückt, zum Injektor. Ja, jetzt musst du stacken. Warte, ich helf dir dabei. Was? Ich helf dir beim Stacken. Klau dir mal das Filament. Ja, wir können uns jetzt nicht lange aufhalten, du musst zurück, sonst haben wir ein Problem. Ich habe auch ein Krankheitszeichen, ne? Ist das ja, normal? Ich weiß, ja, ja, klar. Gut. Du warst ja im Radioaktiv, hätte ich gesagt, im Gas. So. Ich packe schnell alles zusammen. Ein paar Sachen kann ich noch nehmen. Deine Stock will ich nicht raus, so jetzt. Nimm deine. Ich nehme den Rucksack, ne? Oder was? Ja, den nimm mal in der Hand. Pack den Rest ein. Weit wie geht. Stiefel kriege ich jetzt. Warte, 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 doch, Stiefel kriege ich auch noch mit. Okay. Und los. Wohin? Erstmal runter hier, ne? Weg. 5 Minuten bis Restart. Du musst jetzt schnell irgendwo hin, wo du nicht so weit hast, falls du stirbst, zum Spawn. So? Du warst jetzt ziemlich lange drin. Ich bin sofort durchgesprintet. Ich hatte nur eine Schnittwunde und war auch nicht krank danach, weißt du? Das kleine Glück ist, du hast jetzt kein Temperaturproblem mehr. Du hast andere Probleme. Hast du noch einen Injektor? Ja. Frag nur so. Hier. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon reinknallen wollen. Ich hab dir gerade schon einen reingedrückt, so einen. Den roten. So. Den heb dir mal noch auf. Den nimm mal erst, wenn du siehst, dass Blut runtergeht. Ja, es geht die ganze Zeit hoch, runter, ne? Ja, wenn du beim Husten musst du achten drauf, wenn du hustest, ob es da runter geht. Da geht's runter. Ja, dann hast du, und da kriegen wir, glaube ich, nicht mehr geheilt. Jetzt müssen wir jetzt Weg ist runtergegangen. Machen. Ja, wir müssen Weg 1%. Machen. 1%. Das wird noch schlimmer, glaub mal, du kotzt noch Blut. So wie du Blut kotzt, ja, da ballerst du den Injektor. Lass uns zusehen, dass wir jetzt so weit wie möglich Strecke kriegen. Welchen Injektor? Die Radiation Cryo. Ja, ja, ja. Wenn du Kochsalzlösung hast, ballerst du dir das bitte mal auch gleich rein, wenn du unter 50 Blut bist. Nee, habe ich leider nicht. Wir müssen hier rüber. Jetzt kotze ich Blut. Das ist nicht gut. Wir müssen Gas geben. Ich habe Kochsalzlösung, doch. Soll ich die reinknallen? Ja, bitte. Du verlierst zu viel Blut. Ich nehme deinen Rucksack. Da ist die Kochsalz noch drin. Da ist die Kochsalz drin. Guck mal, ob ich was mit hab. Nee. Nimm den roten Injektor raus, nimm den schon mal in die Hand. Ich nehme deinen Rucksack, nimm den Injektor in die Hand. Ja. Für den Notfall, dass du den gleich ziehen kannst. Komm.
versuchen jetzt noch Strecke zu machen. Wann soll ich den injizieren? Jetzt oder was? Nee, noch nicht, noch nicht. Lauf noch ein bisschen. Noch nicht. Aber ich will auch nicht im Wasser sterben, ne? Na, achte auf dein Blut. Ja, das blinkt die ganze Zeit. Das blinkt schon, na dann hier raus. Komm rüber hier. Wie viel hast du noch? Drück mal B. Ja, die Frage ist, wann du das nächste Mal Blut kotzt, weil das ist dann der Tod. Ja. Wie viel Prozent hast du? Multi nochmal bringt auch nichts, Nick. Du kannst versuchen. Na, also, immer rin. Noch irgendwas? Fällt mir nicht ein. Nee, ne? Und du der Adrenalin? Ballast dir rein, irgendwas? Alter. Keine Ahnung, ballast dir einfach rein. Ja, komm. Was soll der Geiz, Alter? Blut habe ich jetzt 23. Gut, dann können wir noch ein bisschen. Komm. Ja, es ist ein weites Stück zu schwimmen, ne? Komm, jetzt hat er gekotzt. Ja, ich sehe. Scheiße, 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 scheiße. Komm raus aus Wasser. Ja. Komm, wir laufen noch jetzt ein Stück. Jetzt geht Gesundheit runter. Also ist gleich vorbei. Komm, wir gehen mal hier hinter den Berg. Gehen wir nochmal eine Multi. Komm, wir gehen mal hier hinter den Berg. Ich mach mal ein Feuerchen. Ob es was bringt oder nicht, keine Ahnung. Scheißegal. Bin umgefallen oder tot, weiß ich nicht. Ich guck gleich. Nee, tot bist du nicht. Ohnmächtig. Ja, Blutverlust, ne? Ja. Ja, aber ist gleich vorbei, ne? Ja, dann. Wie verbleiben wir jetzt? Ich nehme deine Waffe gerne mit. Das ist das teuerste. Ja, die auf jeden Fall. Ich nehme den Anzug auch gerne mit. Die kann ja an Dings auch ran, ne? An den Rucksack, ja, aber ich muss ja bei meine Waffen auch mitnehmen, wenn ich deinen Anzug anhab. Oder zumindest so. Eine davon. Weißt du? Also das wird schon eng mit Platz. Weste und so ist mir egal, das kann man kaufen. Und da liegt er wieder. Ja, war dumm. Ich hätte, ja. Ja, das passiert, Alter. Nächstes Mal bist du schlauer. Kannst auf jeden Fall crazy vorwarnen. Der war auch noch nicht hier. 3% hat er noch. Komm mal, ein Feuer. Hier ist ein bisschen muckeliger. Komm, nochmal eine Tetra rein. Zack. Nochmal eine Multi. Ja, ich muss da leider alles rausschmeißen, ne? Und da liegt er wieder. Jetzt bist du aber tot. Oder? Nee, ich kann dich noch reanimieren. Oh Mann. Komm, zieh mal deinen Anzug aus, dann kann ich schon ein bisschen umpacken. Ach. Jetzt bin ich tot. Ja, eigene Dummheit. Wo ist der Killfeed? Chemische Vergiftung müsste da jetzt, glaube ich, stehen. Wo respawn ich denn jetzt am besten? Tara, ne? Tara? Ja klar. Tara Harbor. Und dann rüber schwimmen? Nee, da brauchst du nicht schwimmen, sondern die Brücken. Tara Harbor ist doch nicht weit weg von der Brücke. Aber ist da nicht ein Bot? Ja, aber du bist spawnst ja nicht beim Bot. Aha. Dein Kreuz kommt irgendwie nicht. Wo muss ich denn da lang dann? Wenn ich jetzt Tara Harbor spawne? Nach oben. Zur Admin Base. Also. Rechts also an der einen kleinen Küste. Bogen. Ja, rechts an der Küste lang von Tara und dann Richtung
Da siehst du, du läufst direkt auf die Brücke zu, die ist beim Leuchtturm. Ich warte immer noch auf dein Kreuz, ne? Kann ich nicht lügen. Ach doch, jetzt. Jetzt an der Küste hochlaufen, Richtung Tara Harbor. Wenn du unten bei Tara bist, einfach nach oben, Richtung Admin Base. Also Richtung Nemsk Bay. Ja, aber ich bin ja jetzt unter dem Harbor direkt gespawnt, ne? Ja, da musst du Harbor jetzt umlaufen. Das meine ich. Alter, krieg den Anzug nicht ausgezogen. Wieso nicht? Achso, da ist die Waffe noch dran. Deswegen. Alles gut. Jetzt krieg ich ihn ausgezogen. Kann ich die Schienen gefahrlos langlaufen? Oder ist das noch zu nah? Da kommt ein Dings, wo kein Bot ist bei den Schienen. Also wenn du oben bei den Schienen langläufst, das ist in Ordnung. Oben bei den Schienen.